Ja, hallo liebe Fußballfreunde zu einer neuen Folge Abpfiff, der Sportbuzzer Talk, präsentiert von Markus Brandt, Vodafone Shops, hier in den Räumen der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Heute begrüßen wir Jonas Schmidt bei uns, Regionalliga-Fußballer vom FSV 63 Luckenwalde. Jonas, erstmal schön, dass du da Hallöchen. bist. Und an unserer Seite noch Co-Moderator Knut Gildemeister vom Team von Mats Sportbuzzer. Ja, Jonas, erstmal danke, dass es geklappt hat mit deinem Besuch. Gerade schon gesagt, Fußballer vom FSV 63 Luckenwalde, Regionalliga Nordost. Freitag stand das letzte Spiel auf dem Programm. Bei deinem Ex-Verein Babelsberg 03 gespielt, am Ende mit 0 zu 2 unterlegen. Frühes Gegentor bekommen in der zweiten Minute, spätes Gegentor bekommen in der 90. Minute. Ja, sag mal vielleicht nochmal, wie du das Spiel gesehen hast, rückblickend. Ja, im Grunde genommen, wenn du nach 2 Minuten in Rückstand gehst, ne, und in der Situation, wo wir uns auch gerade befinden, ja, stellt sich dann sowas auch immer als schwierig dar, da auch wieder zurückzukommen. Ich denke, das haben wir auch relativ gut da noch hinbekommen, wenn man dann auch erst in der 90. das 0-2 bekommt, wo wir natürlich dann auch weit aufgerückt sind nachher zum Schluss. Denke ich, ist halt momentan echt schwierig auch für uns, sowas immer zu kompensieren. Die ganzen Ausfälle, jetzt sind wir mittlerweile bei, glaube ich, knapp 10 verletzten Spielern. Was natürlich nichts entschuldigen soll für alles, was jetzt war oder ist. Aber wenn du halt Woche für Woche immer wieder neu umstellen musst und keine richtige Geschlossenheit dann auch reinbekommst, war der Sieg dann auch im Endeffekt völlig verdient, ne? Das kann man auch einfach nur so sagen. Ich denke auch über die 90 Minuten war Babelsberg schon das spielbestimmende Team, aber trotzdem, ihr habt ja lange dann wenigstens den knappen Rückstand gehalten. 10 Minuten vor Ende noch eine gute Chance nach dem Standard. Ich glaube, wenn man da auch mal ein bisschen Glück hat und der nicht 10 Zentimeter am Pfosten vorbeitrudelt, ja, kann er vielleicht auch reingehen, nimmt man einen Punkt mit aus dem Kali. Passt aber im Moment auch so ein bisschen ins Bild, oder? War vorher klar, dass es schwer wird, glaube ich, dass das Ziel wieder nur Klassenerhalt heißen kann. Jetzt mit den ganzen Verletzten, ja, trotzdem weiter optimistisch, dass man auch in der Saison 2017, 18 Regionalliga-Fußball in Luckenwalde sieht. Ja, natürlich. Also ich denke auch, dass wir im Gegensatz zur letzten Saison auch einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass wir auch wesentlich mehr Qualität auch in der Mannschaft haben. Und ja, die Ergebnisse zeigen es ja auch irgendwo, ne? Also in der letzten Saison hätte man wahrscheinlich in Cottbus nicht das Spiel so lange offen gehalten. Da ist es natürlich dann auch ärgerlich, dass man in der 91. Minute dann noch das 2-1 dort bekommt und vorher aber Riesenchancen hatte, das Spiel vielleicht auch selber zu gewinnen. Wo halt dann auch wieder ein bisschen das Quäntchen Glück vielleicht fehlt. Meiner Meinung nach ist es vielleicht auch ein bisschen fehlende Qualität dann auch nach vorne, um einfach dann mal den Siegtreffer dann auch selber zu erzielen. Und ja, in Babelsberg war es dann wieder ähnlich, ne? Wenn man dann halt das Glück nicht hat, vielleicht geht er dann da wirklich auch mal rein nach 180. Minute, dann nimmst du vielleicht irgendwie noch einen Punkt mit, aber ich bin echt zuversichtlich, wir werden auch weiter nur auf uns schauen. Und bin mir da auch relativ sicher, dass wir da weiter unsere Punkte holen werden und hoffentlich dann nicht so zittern müssen wie im letzten Jahr. Also im letzten Jahr war es ja extrem eng. Am Ende war er dann abhängig von Zwickau, ob die in den Relegationen spielen, den Aufstieg in die Drittliga schaffen. Ja, Aufstiegsfeier war, glaube ich, auch besonders. Nicht langweilig im Vereinsheim zu Hause, sondern ja, auf Malta, glaube ich, war es dieses Richtig, Jahr. genau. Wenn dich da nochmal dran zurückerinnerst, ja, auch was man auf jeden Fall nicht vergisst als Fußballer, oder? Ja, natürlich. Also da fliegst du mit ja, wirklich gemischten Gefühlen dorthin, weil im Endeffekt, wenn du denn dort absteigst, dann sagst du dir, gut, was machen wir jetzt hier noch so? Ne? Aber Komische Situation, ne? ja, Zu feiern. im Endeffekt war es halt wirklich auch, sag ich mal, das Perfekte. Ne? Wir waren da schön in einem Scottish Pub gewesen und mit Schottland-Fans, die hatten zu der Zeit ein Freundschaftsspiel dort. Und ja, das war dann schon, also Emotion pur. Ne? Da sind von einigen Offiziellen auch die Tränen geflossen da auf Malta. Und ja, über die nächsten Tage, was da so passiert ist, da Sollte er vielleicht lieber in Malta bleiben. richtig, genau. Okay, dann. Ja, hoffen wir mal, dass es am Ende dieser Saison vielleicht wieder mit einer Klassenerhaltsparty auf jeden Fall klappt. Hoffentlich. Nicht ganz so eng. Und hör noch mal kurz rein, was die beiden Trainer zum Spiel vom Freitag zu sagen haben. Zum Spiel. Jeder hat gesehen heute, wir waren klar unterlegen. Der Sieg geht absolut in Ordnung für Babelsberg.
Wir müssen sagen, dass wir absolut auf dem letzten Loch pfeifen. Ich weiß schon ja nicht mehr, wen ich wo hinschieben kann. Es ist einfach schlecht. Wir haben jetzt 8, 9 Verletzte, richtig gute Leistungsträger. Da ist ja nicht nur Robert Peterei, Bogdan, Gutke, Nachtigall, was hier alle zu fehlt. Das ist unglaublich. Babelsberg muss sich dafür nicht entschuldigen. Die haben mit einem ordentlichen Spiel gemacht, haben verdient gewonnen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Glückwunsch. Danke. Zuallererst nehmen wir Luckenwalde immer ernst. Also es ist egal, wer hier auftaucht. Ich glaube, dass wir wissen, dass es unheimlich schwierig ist, wenn man gegen eine defensiv stark orientierte Mannschaft Räume finden muss. Und die werden immer schwieriger mit der Zeit. Haben wir beim BFC, gegen den BFC gesehen, da haben wir auch hoch das Spiel bestimmt. Und dann haben wir am Ende 2-1 hinten gelegen. Und deswegen war heute wichtig, dass wir die Null halten und auf diese eine Chance warten. Und die hat dann Leo genutzt. Wobei, jetzt weiß ich nicht, sollten wir uns gratulieren, dass wir viele Chancen herausgespielt haben oder doch eher traurig sein, dass wir die nicht gemacht haben. Also es hängt irgendwo dazwischen. Ja, das sagen die Trainer zum Spiel am Freitag. Kommen wir nochmal kurz zur Person, Jonas Schmidt, mittlerweile in der zweiten Saison bei Luckenwalde, im Nachwuchs, aber auch schon beim ersten FC Magdeburg gespielt, Hertha BSC, Hertha 03 Zehlendorf, dann kurz auch Union Fürstenwalde, mittlerweile auch in der Regionalliga angekommen. Davor Babelsberg 03. War es am Wochenende noch was Besonderes für dich, beim Ex-Verein zu spielen? War jetzt auch nicht die erste Rückkehr, glaube ich, ins Kali, was ja, gab es ja letzte Saison auch schon. Trotzdem noch besonders? Ja, natürlich ist immer was Besonderes. Ne? Viele Freunde auch noch dort. War auch eine sehr schöne Zeit dort. Ich glaube, ohne Trainer Jam F hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht nochmal Regionalliga auch gespielt. Und da wurde mir halt auch nochmal die Möglichkeit gegeben, ne? Um auch vielleicht nochmal ein bisschen höher zu spielen. Und von daher ist es halt auch für mich immer wieder was Schönes. Im Kali sind auch immer der ein oder andere Zuschauer noch mit da, ne? Und es ist natürlich schon, macht halt schon immer ein bisschen noch was her. Und dann gegen die alten Kollegen, da war natürlich der Pokalsieg dann doch ein bisschen schöner und besonderer. Das glaube ich, danach Elfmeterschießen war es ja. Genau. Haben wahrscheinlich auch nicht allzu viele Leute mit gerechnet, aber umso schöner, so eine Überraschung zu schaffen. Alles klar. Neben deiner sportlichen Laufbahn versuchst du dir aber gerade ein zweites Standbein aufzubauen, eine eigene Firma seit 6 Wochen, 7 Wochen? Genau, ungefähr, ja. Genau, für mich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht sagst du uns da nochmal kurz, um was es da genau geht. Also ich habe vor circa gut 6 Wochen die Firma Sportsworn gegründet. So wie es vielleicht auch der Unternehmername schon sagt, der Firmenname. Worn steht ja immer für etwas Getragenes. Wir als Firma haben uns darauf spezialisiert, dass wir aus getragenen, alten, vielleicht auch zum Teil ungebrauchten Artikeln von Profisportlern der Vereine wieder neue finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Das heißt, diese Artikel werden versteigert. Also jetzt mal ein Beispiel vielleicht vom 1. FC Magdeburg, wo dann halt die getragenen Sportartikel versteigert werden. Das heißt, die getragenen Fußballschuhe etc., wo man natürlich auf der einen Seite auch, sage ich mal, Amateursportlern bieten, noch original getragene Schuhe auch zu bekommen. Und aus den Versteigerungen dann haben wir uns engagiert dafür, dass halt der eigene Nachwuchs dann auch wieder, sage ich mal, von den Finanzierungen unterstützt wird. Ne? Okay. Und da übernehmen wir halt die kompletten Dienstleistungen der Versteigerung. Auch derjenige, der den Artikel dann ersteigert hat, bekommt auch nochmal ein kleines Dankeschreiben, auch im Namen des Vereins. Und wir wollen da auch einfach für ein gutes Image auch des Vereins sorgen, dass man sich da, sage ich mal, auch kümmert, auch um den Spieler, der den Artikel dann auch bereitstellt, auch ein bisschen eine persönliche Basis dort herstellen. Und gab es da schon ein Highlight an Sportartikel, wo du jetzt sagen würdest, das war schon eine schöne Sache in den ersten Wochen? Man merkt natürlich, dass Spieler wie jetzt zum Beispiel Maximilian Philipp, der beim SC Freiburg spielt, dass das Artikel sind, die natürlich auch sehr begehrt sind. Da ist es so, der ist natürlich auch für das entsprechende Geld dann auch weggegangen. Aber auch bei den Traditionsvereinen, ne? 1. FC Magdeburg, SG Dynamo Dresden, da hat man halt auch eine riesen Reichweite, eine Menge Leute, die man erreicht, wo man auch viel positives Feedback bekommt. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass ich dadurch wahrscheinlich auch kein Millionär werde. Ne? Dafür spielst du ja Fußball. Dafür spiele ich auch Fußball. Aber es ist natürlich so, dass für mich ist es auch so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. Ne? War selber im Nachwuchs bei einigen Vereinen,
Dann hat man zum Beispiel den Part 1. FC Magdeburg, da hat man an Klamotten zum Beispiel nichts finanziert bekommen. Dann kommt man zum Beispiel zu einem Verein wie Hertha BSC, da musst du dir darüber gar keine Gedanken machen. Ne? Und da ist für mich einfach auch so ein bisschen der Ansatz gelegt, dass man, wenn man da was Gutes tun können, auch vielleicht so eine Kinderherzen da so ein bisschen strahlen sieht. Gerade wie jetzt beim 1. FC Magdeburg habe ich eine Aktion gemacht, wo wir die Kinder dann auch mit Weihnachtsgeschenken ausstatten im Nachwuchsbereich zur Weihnachtsfeier. Und das ist einfach Sicht da wahrscheinlich. Richtig, genau. Und das ist einfach für mich so ein Punkt, wo ich mich persönlich dann auch einfach gut fühle mit, ne? Und ohne jetzt erstmal so den großen finanziellen Aspekt zu sehen. Wie wichtig war das, ein zweites Standbein zu machen? Sag mal, als Kreisfußballer denkt man ja, in der Regionalliga verdient man schon ordentlich, dass es reicht, aber wahrscheinlich nicht. Nee, ist bei uns jetzt nicht so der Fall. Wir als Verein arbeiten ja auch nicht auf Profibedingungen. Bei uns gehen alle noch weiterhin arbeiten oder sind im Studium. Und ich hatte ja auch schon vorher eine Ausbildung beendet als Bankkaufmann bei der Berliner Volksbank. Die hatte ich ja auch mit 19 damals dann schon abgeschlossen. Und ich habe mir halt irgendwann auch im Laufe der Zeit jetzt, dadurch, dass ich vorher noch bei einer Sportmarketingfirma war, so ein bisschen selber auch Gedanken gemacht, wie du mit deinen eigenen Interessen, die du selber auch hast und mit den Sachen, was du vielleicht in der Vergangenheit auch gelernt hast, wie kannst du das verbinden? Und irgendwann habe ich mich halt mal hinterfragt, was passiert denn mit den ganzen Sachen, die wir halt auch immer so an Verbrauch haben? Und oft ist es dann halt so, die werden am Ende der Saison dann halt weggeworfen, ne? Weil jemand möchte sich nicht die Mühe machen, selber als vielleicht als Spieler, jetzt versteigere ich vielleicht den Schuh noch und dann bekomme ich halt nur meine 50 Euro oder 100. Und da ist für uns einfach auch der Ansatz gelegt, aus kleinen finanziellen Mitteln eine Menge zu machen. Ne? Alles klar. Jones, wir wünschen dir dafür auf jeden Fall alles Gute, dass es mit der ja auf jeden Fall super Idee so klappt, wie du dir es vorstellst und dass da dein Weg weitergehst und natürlich auch mit Luckenwalde so den Weg weitergehen kannst, noch ein paar Jahre Regionalliga spielst und gucken dann jetzt mal auf die Ereignisse aus den Fußballkreisen vom vergangenen Wochenende. Im Fußballkreis Havelland sahen die Zuschauer in Lenin eine äußerst torreiche Partie. Zwischen Kloster Lenin und der Spielgemeinschaft Turbine Potsdam und Eintracht 90 Babelsberg fielen gleich 12 Treffer. Am Ende stand ein 6:6 auf der Anzeigetafel. Besonders turbulent dann die Schlussphase, als Lenin schon 6:4 führte, wie der sichere Sieger aussah, dann aber in der 89. und 90. Minute gleich 2 Elfmeter gegen sich kassierte, die Potsdams Patrick Scherdern eiskalt ausnutzte und zum viel umjubelten Ausgleich für seine Mannschaft verwandelte. Im Fußballkreis Oberhavel-Barnim kam jetzt in der Kreisoberliga am Wochenende zum Topspiel. Der Tabellenzweiter Eintracht Bötzow empfing dabei den bis dato Tabellenführer Fortuna Glienicke. Am Ende klare Geschichte für die Bötzower, überraschend klare Geschichte. 4:1 gewann das Team von Trainer Heiko Schumann. Mann des Spiels dabei René Körter, der einen Dreierpack schnürte. Zum umjubelten Mann allerdings wurde noch der 36-jährige Guido Sprinkmann, der vorher noch 90 Minuten in der zweiten spielen musste, eingewechselt wurde und den 4:1 Endstand markierte. Damit Bötzow Tabellenführer jetzt, Fortuna Glienicke vom Gejagten zum Jäger. Dazu hören wir noch die Trainerstimmen. Ja, Bötzow hat aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen, weil wir es einfach nicht geschafft haben, uns mit dem vereisten Boden zu arrangieren. Und Bötzow hat einfach besser den Kampf angenommen und die hatten ganz klare Überlegenheit in der Lufthoheit. Da waren wir einfach unterlegen und vom Kopf her nicht bereit, uns dem entgegenzustellen. Ja, ich bin der Meinung, dass wir dieses Spiel dann am Ende dann doch verdient gewonnen haben. Wir waren die aggressivere Mannschaft gewesen. Wir sind mit diesen Zonenverhältnissen doch besser klargekommen. Wir haben uns besser darauf eingestellt und waren eben auch in den Zweikämpfen präsenter gewesen und hatten ja auch von den Chancenanteilen her die größeren und haben sie dann auch genutzt und dadurch ein verdienter Sieg auch in dieser Höhe. In der Landesklasse Ost präsentierte sich am Wochenende Daniel Gensig besonders treffsicher. Der Routinier vom FSV Eintracht Königs Wusterhausen gelang beim 7:2 Erfolg über den MSV Rüdersdorf gleich 5 Treffer. Für Gensig waren es die Saisontreffer 4-8 und sein Verein verbesserte sich durch diesen klaren Erfolg auf den 6. Tabellenplatz in der Landesklasse Ost. In der Landesliga Nord siegte der Pritzweiger FHV am Wochenende mit 5:2 beim SSV Einer Perleberg und entschied damit das Pritzweig-Derby für sich. Besonders für die Pritzweiger
sehr wichtig, denn die letzten Tage waren extrem turbulent für den FHV. Zunächst gab es Ärger um ein Spiel in Zehlenig, wo unberechtigt Spieler eingesetzt wurden unter falschen Namen. Dann trennte sich der Verein unter der Woche von seinem bisherigen Trainer Oliver Lange. Nun mal wieder Balsam auf die geschundenen Seelen. Drei wichtige Punkte für die Prinzwalker in Perleberg. Zum Thema unter falschen Namen eingesetzte Spieler. Wir hatten es ja auch am vergangenen Wochenende in der Oberliga sogar, in der Oberliga Süd, dass Merseburg ein Torwart eingesetzt hat in der 89. Minute, der unter falschen Namen dann gespielt hat. Auf Kreisebene kennt man es vielleicht, im Nachwuchs kennt man es auch, aber jetzt schon Oberliga, solche Sitten, überraschend für dich? Ja, natürlich. Also ist einfach auch, denke ich, nicht fair gegenüber der gegnerischen Mannschaft, ne? Spieler einzusetzen, die ja auch nicht ohne Grund vielleicht auch nicht spielen dürfen. Und ich denke, dass sich da auch alle an die gleichen Regeln halten sollten, ne? Spieler dann auch dementsprechend nicht einzusetzen. Ich selber kenne es halt auch wirklich nur aus dem Nachwuchs früher, wenn man da irgendwo in der F-Jugend mal von einem anderen den Pass auf einmal hatte und angesprochen wurde von wegen, du bist heute der Patrick und nicht der Jonas. Da kannte man das schon, da war es ja aber jetzt nicht, sag ich mal, so aussagekräftig oder so wichtig, wie das jetzt vielleicht schon sogar in der Oberliga der Fall ist, ne? Also fehlen mir auch ein bisschen die Worte dazu, muss ich ehrlich sagen. Also Mirko und ich, wir haben immer unter richtigen Namen gespielt. Ja, aber den anderen noch nichts geworden sonst. In der Regionalliga Nordost der Frauen kam der FSV Babelsberg 74 am Wochenende böse unter die Räder. Gegen den ersten FC Neubrandenburg musste man sich mit 1:8 geschlagen geben. Liegt damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz als Aufsteiger, hat nur einen Punkt auf dem Konto. Und ja, Ziel Klassenerhalt wird damit nicht einfacher, aber ich denke mal, die Frauen von der Rudolf-Breitscheid-Straße werden sich da noch nicht hängen lassen und weiter alles dafür geben, auch in der nächsten Saison noch in der Regionalliga zu spielen. Zum Abschluss, zur guten Sitte gehört es, noch eine Runde zu kickern, Jones. Hast schon gesagt, du hast daran genauso viel Spaß wie ich. Ich würde mal sagen, du nimmst Gelb für den FSV, ich Rot. Knut wirft einmal ein und dann, ja, erste Tor entscheidet, kurz und schmerzlos. Genau, schauen wir mal. So, halt. Los geht's. Ach, das war doch schön. Na. Als Defensivspieler trotzdem gereicht. Jones, Glückwunsch zum Sieg. Danke für deinen Besuch hier. Weiterhin viel Erfolg mit deiner Firma, mit Luckenwalde. Vielen Dank. Ja, alles Gute weiterhin. Ja, euch, liebe Sportbasar-User, eine erfolgreiche Woche. Viel Erfolg am Wochenende auf den Plätzen in Brandenburg und nicht vergessen, nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin.